Diesen Jungen, ne? Cracky, crack, crack. Lauf weg, das ist der größte Kopfficker. Ich hör auf alles. Jedes Mal, wenn ich schlecht gelaunt bin, es ist 8 Uhr morgens gerade. Ich weiß gar nicht, wieso du wach bist, Alter. Ja, ich muss Praktikum, ne? Ja, Praktikum. Hoffentlich ficken die deinen Arsch im Praktikum. Ja, auf jeden Fall, dieser Junge ist der größte Kopfficker in meiner Ecke. Ich fick den Kopf von mir. Er fickt von jedem Kopf. Mach kein Auge, wegen dir mach ich noch Unfall, Alter. Jock, Jock. Keine Ruhe. Ich muss René anrufen. Mein Manager. Er hat locker schon wieder 10 Joints geraucht, weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Auf jeden Fall, es geht nach Berlin. Cracky, Crack, Jack, Jack, Schlock, Jack, Cock, Ammanaro. Nicht Crack, Vlog, Jack, Cock. Cheer. Cheer, bist du bereit oder was? Normal, ich stehe zum. Beziehungsweise ich gehe jetzt duschen. Oma. Okay, ich steige ins Auto ein und mach mein Ding, oder? Einen. Also geh nur duschen, komm raus. Halbe Stunde bin ich da, Bro. Tschüss. Leute, kennt ihr das? Ich brauche zum Beispiel noch 5 Kilometer, aber ich sag ihm jetzt schon, dass ich da bin. Und weil er eh immer 5 Minuten braucht, dann sind wir so zeitgleich da. Achso, ich bin schon da, Lu? Ja, ich fahre nicht, Bro. Da, Mahdi, ich bin hier vor dir. Okay, tschau. Und hier steht immer noch niemand. Das heißt, nächstes Mal halbe Stunde früher anrufen und sagen, ey Bruder, ich bin da, komm raus. Lass mal links kurz. Willst du essen? Wir haben, ich hab hier Essen. Willst du erst essen? Dann rauch ich kurz join. Ja, Leute, ich hab doch gesagt. Okay, Samarit, okay, 9 Joints am Tag. Bruder, das ist René. Bevor ich... Das ist 9 Uhr Cola. Das ist der Tod, Bruder. Was? Morgens mal eine Cola. Ja, rauch lieber Jump, das gesund ist. Das ist nicht auf, das ist illegal. Das ist illegal. Ach, das ist schon ganz normal. Ja, ihr wisst ja, vom Frankreich-Vlog. Ich schau mal da rein, wie das schon wieder riecht. Damit will ich hier nichts zu tun haben, nenne ich es. Ja. Kennst du das, du machst, du fährst irgendwo hin, du willst dein Outfit machen, Bruder, du willst irgendwas waschen, Bruder, alles geht schief. Ja. Richtig behindert. Was ist schief gelaufen? Ach, Bruder, ich hab. Kennst du das, wenn ein Taschentuch in der Waschmaschine ist? Ja. So Schwarzwäsche komplett gefickt. Ohne mich wäre die Klasse besser gewesen. Ich war wie King Bock. Cock. Ich war wie King Cock. Das tut richtig gut, so früh aufzustehen, Digga. Ich schwöre. Ich mach das jetzt öfter. Du warst ein Friseur, oder? Doch, Bruder. Yeah. Seiten auf. Gehirn. Seiten auf Stirn, Junge. Nicht Seiten auf Null, Seiten auf Gehirn. Leute, wir sind jetzt bei Hassan angekommen. Wir machen jetzt Fahrerwechsel, weil ich bin hardcore müde. Bruder, einmal alle einsteigen, ne? Den Weed bitte auch alles einpacken. Alter, den Weed, ne? Hassan, Junge. Hey, Bruder, hast du den immer noch? Mach mal schneller jetzt, Digga. Beeil dich doch mal. Du bist immer noch nicht über 180. Mach mal 500, Junge. Bruder, fahr doch mal schneller jetzt, Alter. Überhol ihn doch. Wir fahren jetzt nach Berlin. Ich weiß nicht, wer du bist. Fahr mal vernünftig, Hassan. Kein Grund jetzt. Alter, wie bist du? Kein guter Chat. Boah, nicht so ernst, ey. Ja, der Flugzeug. Oder ich denke, danke. Gib Gas! Gib Gas! Leute, wenn der Fahrer kein Gas gibt, einfach die Nazi-Musik anmachen. 88! Junge, denk ich mal, wir sind in Berlin, Junge, die schlagen uns gleich. Wieso nützt du die mit? Voller aus Spaß. Ich denkst du, ich lass dich so zu. Junge, ob ich das ernst meine, bitte, Bruder. Halt's Maul! Du meinst. Er wollte nur testen. Hätte ich gesagt, die sieht gut aus. Das ist die Einskalt. Französisch. Bruder, du kannst nicht. Bruder, mach mal kurz Pause. Tust dir nicht an. Bruder, ja. Mach U21. Geh den hoch. Okay, Bruder. U21. Bruder, du kannst nicht. Dann wieder runter. Tust dir nicht an, dir? Ja, ich weiß schon, okay. U21 in der Nacht, ja, Alter, schaffst du am Fenster und schießt den perfekt wie Rasen im Benzer. U21, tust dir nicht an.
Ich hab den Text ganz verkackt. Nein, aber weißt du was, kommt besser so. Jetzt gehen wir was auf deinen Nacken oder was? Wieso will er ausgeben? Aber korrekt, Bruder, danke. Bitte, Bruder. Was habt ihr für einen Laden? Fischrestaurant, Bruder. Ja, dann lass Fisch ballern, Bruder, ja? Digga, Fisch, Belash ist eh Beste. Tam, du hast auch noch, du bist aus großen Nacken, ne? Da kann man, da können auf jeden Fall drei Leute mit vier essen. Ah ne, Yahya und Fahrrad kommen noch. Well, ja. Ruf mal Peter Zwegert an, Bruder, das wird teuer. Das ist 21 andere Liga. Jetzt erstmal was dick essen bei Sylt. Mach Werbung, Bruder. Sylt, Digga, im Boulevard Steglitz. Sag dein auf meinen Nacken. Auf deinen Nacken. Hier gehen wir jetzt essen. Ja. Rede mal kurz Arabisch, damit sich das so kriminell anhört. Schön, Selemi. Mach die Kamera weg. Okay. Guck mal, er macht mir richtig professionell. Sag doch von Anfang an, guck mal, wenn zwei Araber sich kennenlernen. Yalla, yalla. Yalla, Albed. Yalla, Ali, Taun. Dribbo. Yalla. Mit einer Eile? Klein. Ja, klein, von klein auf. Jetzt chill mal kurz, wir planen jetzt kurz dieses Video. Ja, habt ihr gerade Bombmannschlag geplant oder was? Auf jeden Fall, wer ein Musikvideo haben will, falls hier irgendein Hartz-IV-Rapper gerade zuguckt, kann ihn gerne schreiben. Ich werde euch weiter zu fordern. Ich kann nur was machen, in der Firma. Fahrt@alphamg.de. Ich komme nach Hause, ich hab so neue Laptop bekommen mit Maus, da ist einmal Savage drauf, ja. Ich schreibe mir jeden Tag, ja, wann kommt Cracky Cracky und so. Leute, ihr müsst nicht mir, ihr müsst Matt sagen. Ich glaube, ich bin hier nicht mal gut genug, ja. Guck mal, mit wem er jetzt chillt, ja. Früher war er mit mir, jetzt ist er mit ganz anderen Leuten, ja. Auf du hast dich verkauft, Dicker. Nein, auf jeden Fall. Leute, lasst euch schmecken. Ich küsse deinen Nacken, Bruder. Einmal Puss gemacht. Selim, wenn du das siehst. Wir laden hier gerade alles auf. René lädt seine Energie auf. Kusavasch, komm, zeig dir. Kusavasch, Bo. Auf jeden Fall heute Feature mit Kusavasch. Doch, man sieht sogar lang. Ja, Mann. Was denn? Wie? Siehst du nicht, Bro? Alter, hast du pigmentieren lassen? Bist du schon ein bisschen? Das ist der Schatten. Sieht aus wie Michael Scofield, Alter. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich schwöre. Er sieht einfach aus wie Michael Scofield, oder nicht? Hauptsache, wenn das Ding da oben piept, ist ja mein Name auf der Rechnung. Ich bin gefickt, okay, Chat? Aus Landenheim im Aufzug, Digga. Ja, wir fragen da beim Spätkauf, wir drehen einfach. Andere Liga! Das ist andere Liga. Guck, wie der scheiß Track ballert im Audi. Raum und rasiere wie Nado Jindawi. Killer Parts, SA zu dem Emra. U21, Rotdiamant. Kein Hacke mit Töpfchen und Profivertrag. Ja. Hab mit gefickt, als die Hunde auf Videos, auf Blogger, Supporter und Komiker war. Oh, Alter, ist so kalt, ey. Das ist alles nur für eine Flasche Wasser am Monaboy. Das ist Robin, das ist mein Bruder, den haben wir gerade hier kennengelernt, oder? Das ist ja, mein Bruder? Genau. Er ist richtig korrekt und er ist ein Schufa, das heißt Verträge nur auf Robin. Guck mal, was ich bekommen habe. Flasche Wasser. Er hat mir nur eine scheiß Flasche Wasser gegeben, dass ich jetzt bei dieser Kälte, bei dem scheiß Video mitmache. Für eine Flasche Wasser, Leute, für eine Flasche Wasser. Der Junge ist Harman, Alter, was macht ihr denn? Teilt mal seine Videos oder Junge, so. Junge, dieser Junge lästert die ganze Zeit über mich. Ey, Leute, habe ich was Schlechtes gesagt, sag mal ehrlich. Bruder, was hast du mir gegeben, damit ich beim Video mitmache? Diese Flasche. Guck mal, er ist so undankbar, ne? Ich sag einfach nichts mehr, Mann. Sieh mal, Popel. Guck mal, wie läuft da mal in diesem. Ja, bei mir läuft, auch wenn es nur Popel ist. Hi. Ja, Leute, ihr fragt euch, es kommen keine Videos. Das kommt aber. Wollt ihr lieber so normale Videos oder wollt ihr solche Videos haben, Mann? Hey. Ja, ja. Wisst Bescheid. Fahatar hier, er war hier. Hier unser Kollege, er ist einfach dazu gekommen, er heißt Robin, Digga. Erzähl mal was kurz über dich, Digga. Top Video auf jeden Fall. Ich bin aus Berlin seit 2 Wochen. Achso, wohnst du nicht hier? Nein, ich komme aus Köln. Du bist aber kein Ausland, ne? Nein. Bist du hier geboren? Ja. War deutscher Pass oder was? So sieht's aus. Ja, Mann, ich habe auch deutschen Pass. Sehr vorbildlich. Mein Bruder wohnt in Köln, der studiert da. Okay. Aber Köln ist doch viel geiler als Berlin, oder nicht? Oder findest du Berlin geiler? Berlin ist ein bisschen künstlich. Ich bin künstlich, nur 2 Wochen hier und ich muss jetzt schon sagen, dass ich Berlin geiler finde. Ja. Auf jeden Fall. Deine Fresse, du stickst. Was ist los? Deine Nase brechst du Hunde so. Halt deine Fresse, du Schwanz! Scheiße, ich scheiße von dir. Ey, ja. Kannst du überhaupt Deutsch, Alter? Pack dich mal, du Schwanz! Guck mal, er kann nicht mal Deutsch, ne? Pack deinen Bus, ich kann Deutsch. Ja, ich kann nicht mal vernünftig reden. Grüß dich, du Schwanz! Welchen Bus? Welchen Bus? Abbauen, du Schwanz!
Du Schwanz, du. Mach einmal in die Kamera. 200.000 Leute sehen deine besoffene Fresse. Willst du noch jemanden grüßen? Nee, was? Wen willst du grüßen? Nein, ich bin eine normale. Absolut. Okay, dann fick deine Mutter, du Hurensohn. Ach, Bruder, er war besoffen einfach. Er hatte 88 Promille, Alter. Keine Ahnung, wie viel Promille. Was wollte er? Was hat er denn gesagt die ganze Zeit? Ach nein, dieser Typ kam besoffen an. Er meinte irgendwie von wegen, ihr hättet ihn angemacht, kein Plan. Im Endeffekt ist aber nichts passiert, er war einfach nur zu betrogen. Hier wolltest du. Magst du Pommes oder willst du Curlys? Was Curlys? Nimm Curlys und nimm diese sauer Gras. Gras. Bruder, ich bekomme hier gerade die Messe. Er sagt gerade Hotdog, er war so glücklich, ne? Du ich darf nichts essen, ich bin auf Date. Junge, was für den? Bringt doch eh nichts mehr. Ich will Fett kommen, die aufholen. Will ich jetzt noch Salat, Bruder? Gibt's mit, ja, mit Mayo, aber ich esse nicht meins mit Mayo. Ja, dann nimm ohne Mayo, nimm nur Salat, nur. Nimm nur, nicht, nur Blatt. Nimm diese Blatt. Geben nicht, mach die nicht. Ich bezahle. Ich will nicht. Wie kostet so Salat, nur? Übrigens, wenn ihr alle Ort kaufen wollt, bei Hassan 07. Haram. Cracky, 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 crack, crack. Cracky, cracky, crack, 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 crack. Cracky, crack, 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 crack. Es ist 3 Uhr einfach, Digga. Hassan will unbedingt an so einem Schlauch lutschen, Alter. Auf jeden Fall Balkon-Lounge Kreuzberg, komm vorbei. Was sind zwei Baba Pfeifen, Bruder Kafanagore? Ich nehme auf jeden Fall einen Apfeltee, Bruder. Wenn ihr hier hinkommt, nehmt euch einen Apfeltee. Da ist ein richtiger Apfel drin. Ha? Ich will diese da drin haben, Bruder. Bruder, dieses anders. Und Spezialpfeife. Tamam. Ich komme in dieses Café. Vertragt euch. Es war hart. Ich dachte, hat Shisha Bar mit Hotel verwechselt. Gebt euch diese Pfeifen. Was das, Alter? Auf Fußball gespielt? Digga, ich hasse Fußball. Unter 21, Bruder. Einfach. Guck mal, U21 ist einfach. Unter 21? Eine Jugend, weißt du so. Es gibt verschiedene Gruppierungen, Altersklassen. Ich fand das gut. Leute, auf jeden Fall, die wollen mir irgendwie erklären, was U21 ist. Ja, das haben die wahrscheinlich schon gecheckt, weil ich gesagt habe, weißt du, was U21 ist. Fahrt fort, bitte. Fahrt bitte fort. So, auf jeden Fall Apfeltee, richtig Baba hier. Ja, mach doch mal ein einfach. Richtig Baba hier. Bruder, kennst du die Effekte? Bruder, gib mal her. Bruder, gib mal her. Mach mal diesen Effekt nochmal ohne Kamera. Nein, Bruder, was ey. Was mit dir? Bruder. Zucker, Baba, gell? Ja, Bruder, das ist Magic. Ich bin nicht aufgestiegen, Junge. Meine Füße kribbeln. Wie sind die Videos, die Videodrehs immer mit mir? Sei mal ehrlich, bitte, mal kurz. Ja, aber auf Crack, Alter. Ja, egal. Das wieder in Crack Vlog. Auf jeden Fall. Ja? Das ist Heroin Vlog. Das musst du am Ende rein tun. Wie machst du diese Nasenkämme? Was ist das? Ja. Seit 8 Uhr wach, in ein paar Stunden. 4 Stunden Schlaf. Musst du immer noch arbeiten. Wir machen jetzt 24 Stunden in einer Shisha. Mach mal auf, Alter. Ich hab gar keinen Bock, dass ich bin hellwach geworden. Ey, seid ruhig. Ich höre Geräusche. Warte, wir müssen ausmachen. Richtige Hurensöhne. Ey, Bruder, weißt du, was noch mehr Hurensohn ist? Diese Leute, die sich in Post verschicken, Junge. Was? Ja, das Post verschicken, Junge. Wollen wir so müssen Hurensöhne. Was denn jetzt nochmal passiert? Die machen sich selber einen Postkoffer, so einen Karton, und verschicken sich an eigenen. Aber die verschicken sich nicht. Die liegen da einfach nur 1-2 Stunden da und tun so, als würden sie sich verschicken. Und nach 15-20 Minuten sagt er so, ey, ich glaube, ich bin jetzt da. Und er tut so. Ich kann Leute, nicht mehr. Ich dehydriere. Tschüss. Digga, und das Video macht fast 2 Millionen Klicks. Mit Proviant und so, ne? Mit Wasser. Und die Leute kaufen das ab, Digga. Jungs, guck mal, ne? Und dann sagte zu mir, Matt, wieso drehst du keine YouTube-Videos mehr? Was soll ich denn drehen? Was soll ich noch auf YouTube machen? Hier sind so viele Hurensöhne unterwegs. Ich will nicht mehr diese YouTube machen. Ich habe Upturn bekommen. Es reicht langsam. Ich schwöre, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Aber YouTube kann man nicht mehr retten. Auf YouTube kann man nicht. Rapper werden freiwillig YouTuber. Dann machen wir die Tür auf wie ein Hund. Hoffentlich ist sie noch so. Mach mal wie ein Hund die Tür auf, Alter. Wenn er sagt, sonst werden wir die Tür aufmachen, dann mach doch bitte wie ein Hund die Tür auf. Ey, ich hab doch keine Faxen mehr. Guck mal, Alter. Aber du willst einfach nur schlafen, er ist genervt von allen. Ich muss arbeiten, ich muss was ab. Weißt du noch, gestern, du Scheiße. Wo war das nochmal? Das war Dönerladen. Ey, Leute, ihr seid zu breit, Alter. Ich komm da nicht durch. Und boah, hier liegen keine Sachen. Mach nur einen Mann, packst du rein. Ja, wie soll ich das nicht reinpacken? Denkst du, ich schäme mich für meine Brusthaare, Alter? Nicht wie diese ganzen YouTuber da draußen, die ihre Brusthaare wachsen lassen, um auf Babyface zu machen mit 2 Ohrringe, ihr Fotzen, Alter. Ihr habt eure Männlichkeit verloren, dann auf YouTube. Aber das hätte besser gepasst, oder nicht? Was? Wallah, ernsthaft jetzt, nochmal. Was mich. Guck mal, du sagst, du warst nie mit Drogen im Park, ne?
Und dann sagst du, dass Tony Montana einer deiner Vorbilder war. Du bist auch fake. Nein, das habe ich ja schon links, als du mir das erste Mal den Song gezeigt hast. Ich bin auch kein Fußballer. Aber Ronaldinho ist ein Vorbild für mich. Keine Ahnung, okay. Ja, Bruder, okay, ich meine, du weißt, wie ich meine, Bruder. Auf jeden Fall, Leute, ich bin tot. Hassan! An dieser Stelle nochmal an Case Freak. Er meint ja. Mert, wieso postest du, dass mein Song zu den drei schlechtesten Rap-Songs gehört? Das ist gar kein Rap, was ich mache. Das ist, was weiß ich was. Du Hund. Ich poste die drei schlechtesten Songs. Janne, was fickst du meinen Kopf? Hier. Ich poste hier. Du schreibst ja Mert Holzkopf, ne? Guck mal jetzt, du Schwanzkopf. Jeder postet die Songs des Jahres, aber was mit eigentlich mit den schlechtesten Songs des Jahres? Song, was hast du gemacht? Stimmt, tut mir leid, mein Fehler. Das war ja kein Song, das war ein Schwanz an meiner Räume, was du rausgebracht hast. Deine Fotzen-Zuschauer werden dir das eh schon schicken, Alter. AMK, mir hat dich gefickt. Ich wollte dazu nicht sagen. Ey, die sollen auf Snapchat folgen, Junge. AMK, Ami, Digga, die sollen supporten. Auf jeden Fall, Leute, lasst euch nicht irgendwie einreden. Ich bin eifersüchtig auf keinen. Ich scheiß auf Abonnenten. Ich guck nicht mal auf meine Abonnentenzahl, weil ich weiß, wer hinter mir steht. Ich weiß, was für krasse Fans ich habe. Ich will gar nicht mehr Fans haben, weil ich habe schon die stabilsten. Deshalb fickt euch, das wisst ihr auch. Crack Vlog, JigJigsL, Alter. Hey Bruder, Mert, hast du vorhin mitgenommen? Ich rauche nicht, Bruder. Was soll ich mit deinem Fahrzeug? Ja, wegen meinem Fahrzeug. Du hast doch mal. Also, ich hab das doch eben. Keine Ahnung, Bro. Bestimmt ein Auto oder so. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht gar nichts. Lan hier, fickt euch. Ich fick eure Likes, macht gar nichts, Alter. Musikvideo, wann kommt Musikvideo vorrat? Sag mal eine Deadline, du. Scheiße. Wenn das Video online ist, am nächsten Tag kommt direkt Musikvideo. Inshallah. Guck mal, wie er guckt. Auf einmal kann er gucken, ne? Ey, du bist so schlimm. Nein, Spaß. Ey, ich verlinke euch unten Farhads Facebook-Seite, spamt ihm alle zu, wann kommt das Musikvideo, bitte macht das mal richtig. Ich will, dass da mindestens 80 Millionen Kommentare auf seiner Seite sind. Und ja, fick jeden, der um Likes bettelt. Ihr macht 20.000 Klicks, ihr Opfer, Alter, macht ihr, okay, macht 3 Millionen Klicks, okay. Ihr seid jetzt bessere Menschen dadurch. Ihr Fotzen, Land läuft mit pinke Pullis rum, Alter. Läuft mit pinke Pullis. Ja, ja, ja. Boschkun, ja, ja, ja. Ey, Digga, willst du nicht mal diesen verfickten Block zu Ende bringen? Sei mir ehrlich. Bruder, gib mal Schlüssel kurz. Mach einfach gar nichts. Opfer! Case Freak, du Opfer! Ciao. Amunisti.